Okay, Bob, bitte. Ja, was ist denn da los? Das hatten wir noch nicht, Chef. Ein Mann wird ermordet und die Mörder bringen ihn selbst zur Polizei. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kommissar. Das ist Herr Berger, der Revierleiter. Herr Berger? Guten Abend, Chef. Wir sehen schon klarer. Der Tote war bekannt hier. Ja, das ist ja gleich ein Gelegenheitsarbeiter, gut bekannt in der Unterwelt. Er hat uns diesmal Informationen gegeben. Ja, und das wird ihn auch das Leben gekostet haben. Ja, das wäre möglich. Wie ist er umgebracht worden? Messerstiche ins Herz und dann haben sie den Toten hier vor die Tür gelegt. Können wir ihn wegbringen lassen? Naja, natürlich. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Seit 3 Monaten habe ich ihn nicht gesehen, aber heute Mittag hat er angerufen. Er sagte, er hätte was für uns. Irgendwelche Einzelheiten? Nein, keine. Er sagte, er hatte keine Zeit zu sprechen. Er war ziemlich hastig, aufgeregt. Mhm. Augenblick. Weinheber, das ist Inspektor Weinheber. Er hat euch vor 3 Tagen gesehen. Eigentlich mehr zufällig. Ich fragte ihn noch, na Jacke, läuft irgendwas? Mhm. Und er sagt, nee, es läuft nichts. Wo verkehrte er? Das ist ein Typ, der geht von einer Kneipe zur anderen. Besonders lokal? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Wissen Sie, Herr Kommissar, ich habe ihn ab und zu mal an einem Frühlokal gesehen. Morgens um 4, wenn überall Schluss ist, da hat er gesessen. Und meistens war eine Frau bei ihm, die ihn vielleicht nie erkennen müsste. Ja, wie ist der Name dieser Frau? Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie arbeitet im Top Hat, der Diskothek, als Garderobenfrau. Everybody knows it's only what you take, what you see, and what you hear. When it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no. Everybody's talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand, and he will take your kindness for a week of span. Never do to others what they do to you. Try to find another way to make it through. What I say is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, it's out of style. You get a step ahead, it takes 100 miles. An hour, what I take is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, you know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a helping hand. He will take your kindness for a week of stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. Or now or what you see and what you hear. When it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes and they're gonna say no. And then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a week of stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it. It's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man a listen, a helping hand. Yeah. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Ich komme gleich nach, ich ziehe nur noch ein paar Zigaretten. Genau. Kennen Sie Jackel Eich? Wer sind Sie?
Polizei. Ja, gleich ist tot. Er ist ermordet worden vor 2 Stunden. Wann können wir Sie sprechen und wo? Nicht hier, auf keinen Fall hier. Ermordet. Gehen Sie schnell runter ins Lokal, man darf Sie hier nicht sehen. Wir werden nicht lange bleiben. Schreiben Sie Ihre Antwort auf einen Zettel und stecken Sie den Zettel in meinen Mantel. Sie war sehr erschrocken, aber sie wollte nicht sprechen, auf keinen Fall hier. Sie wird wissen, warum. Was darf es sein, Herr Kommissar? Hast du Kinder? Bringen Sie uns 2 Whisky. Mein Name ist Rahl, ich bin der Geschäftsführer hier. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Es sei denn, Sie sind beruflich hier. Hübsches Lokal. Ja, ich wünsche einen schönen Abend. Nichts. Haben Sie einen Zettel in der Tasche? Ich? Ja, Moment. Ja. Kapellaweg, 4/3 Stock, 3 Uhr. Oh, ist auch nicht gerade Bürozeit? Nein. Wann haben Sie den Jackel erstochen? Heute Abend. Und wo? Wir wissen nicht wo. Man hat seine Leiche gegen 10 Uhr vor die Tür eines Polizeireviers gelegt. Aber warum denn vor ein Polizeirevier? Ja, wissen Sie denn nicht, dass Jackel Eich ein Polizeispitzel war? Polizeispitzel? Na und? Er war Ihr Mann. Er stand auf der Seite von Recht und Gesetz. Wieso sagen Sie da Spitzel? Was hat er gesagt? Kommt drauf an, was er gesagt hat. Ob er Ihnen gesagt hat, was er weiß und wie viel er weiß. Oh, bitte gehen Sie weg vom Fenster. Man darf Sie da nicht sehen. Wenn er gesagt hat, was er weiß, dann bringen Sie mich auch um. Worum geht es, Frau Koschiner? Worum es geht? Um 3 Millionen. Oder um mehr. Und für mich, für den Jackel, für uns beide um 10%. So viel zahlen die doch, wenn man ihnen das Geld wieder beschafft oder wenn man ihnen sagt, wer es hat. 3 Millionen? Überfall auf eine Bank, den jemand plant. Den wer plant? Ist Rahl damit beschäftigt? Der Geschäftsführer der Bahn, der Sie arbeiten? Ja, der auch, aber das ist nicht der Kopf. Der Kopf ist ein anderer, den nennen Sie Professor. Der Professor? Könnte das Fredersdorf sein? Aber der sitzt doch noch, der hat da 12 Jahre gekriegt. Frau Koschiner, was wissen Sie über den Professor? Und was ist das für eine Sache mit dem Überfall auf eine Bank? Na, Sie bereiten ihn vor. Und alle Anweisungen kommen von dem Professor. Anweisungen an wen? Na, an Rahl. Aber es werden auch noch viele andere Namen genannt. Und woher wissen Sie das? Direkt hinter meiner Garderobe, da ist das Büro. Und in der Wand ist eine Stelle, wo ich alles hören kann, was im Büro gesprochen wird. Und da wurde von einem Überfall gesprochen? Ja, am Telefon. Wer telefonierte? Rahl. Eben mit dem Mann, den er Professor nannte. Aber es waren viele Gespräche. Ich habe sie nicht alle mitgehört und ich habe auch nicht alles behalten. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Jede Kleinigkeit ist wichtig. Wenn es 3 Millionen sind, zahlen die dann wirklich 10%? Ich habe zu Jackel gesagt, das zahlen die nie. Das ist viel zu viel Geld. Aber er hat gesagt, sie tun es doch. Sie müssen es tun, hat er gesagt, weil es gibt ein Gesetz, dass sie es tun müssen.
Ich weiß nicht, ob Sie 10% bekommen, aber eine hohe Belohnung ist Ihnen auf jeden Fall sicher. Ich gehe ein Risiko ein. Genau wie der Jackel. Die können mir ja auch ein Messer reinstechen. Das sehen Sie doch ein, dass das ein Risiko ist. Ja, Frau Koschener. Aber ich tu's. Für eine Belohnung tue ich's. Aber das ist doch nichts, das sind doch alles nur vage Behauptungen. Welche Bank ist gemeint? Wann soll das stattfinden? Und wie? Wer ist daran beteiligt? Rahl? Gut, der Mann ist vorbestraft. Aber wo zum Beispiel ist der Professor? In einem kleinen Hotel in der Habsburger Straße. Friedersdorf? Mhm. Vorzeitig entlassen wegen guter Führung. Und sitzt in einem Hotel? Und das seit 4 Wochen. Naja, wenn Friedersdorf wirklich dahinter steckt. Trotzdem, was können wir damit anfangen? Frau Koschener hat gehört, dass von einer Autowerkstatt gesprochen wurde und von einer Spedition. Aber welche Werkstatt und welche Spedition? Tja, genau die Frage hat sich ja gleich auch gestellt. Und ist daran gestorben. Was machen wir? Ich werde dem Professor jetzt einen kleinen Besuch abstatten. Dem Professor? Ja, wenn es nämlich wirklich eine Verbindung zwischen Rahl und dem Professor gibt, dann weiß er doch inzwischen längst, dass ich in dieser Bar war. Kommissar Keller. Guten Tag, Professor. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen, Kommissar. Ja. Und ich sehe, dass Sie mich mit den Menschen vergleichen, die Sie in Erinnerung haben. Ja. Es ist nicht schwer, Ihre Gedanken zu lesen. Tja, ich bin alt geworden. Ich kann mich kaum bewegen, Kommissar. Wie Sie sehen, Schmerzen in den Gelenken, allen Gliedern. Rheuma. Rheuma, Kommissar, ist die Hölle. Ich meinen Feinden nicht wünsche. Nicht einmal Ihnen, der Sie ja in gewisser Weise dafür verantwortlich sind. Ich, Professor? Ja. Rheuma ist eine Zuchthauskrankheit. Und ins Zuchthaus haben Sie mich gebracht. Was ich Ihnen nicht nachtrage. Ein alter Mann, der die letzten Jahre seines Lebens, also fast die letzten Jahre seines Lebens im Zuchthaus verbringt, hat nicht viele Freunde. Es ist nur verständlich, wenn Sie, Kommissar, in meinen Gedanken und Erinnerungen eine gewisse Rolle spielen. Ich habe sehr oft an Sie gedacht. Wollen Sie etwas trinken? Nein, danke. Aber Sie erlauben, dass ich etwas trinke. Herr Poitier, einen großen Cognac bitte, Sie wissen schon. Sofort, Herr Friedersdorf. Ich sehe, Sie sind Ihrer Devise treu geblieben, Sie lassen die Leute reden. Nun, ich will reden. Es liegt mir am Herzen, Ihnen zu sagen, dass ich oft an Sie gedacht habe. Und es macht mich stolz, dass Sie sehr lange gebraucht haben, mich zur Strecke zu bringen. Ja, das stimmt. Es ging über 3 Jahre. Gut 3 Jahre. Ja, richtig. Aber schließlich, Sie haben es geschafft. Danke. Besten Dank. Jawohl, Kommissar. Ich genieße die Dinge, die ich entbehren musste. Aber merkwürdigerweise sind es nicht mehr sehr viele. Darf ich Ihnen jetzt das Wort geben, Kommissar? Professor, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Morbide als erstes gegen die Schmerzen. Dann ein Leben in warmer Sonne. Tessin vielleicht, Italien. Ich wünsche mir Frieden für die allerletzten Jahre. Den ich Ihnen auch aufrichtig wünsche. Aber... Ja, Kommissar? Wie wollen Sie sich diesen Frieden finanzieren? Ich brauche nicht viel Geld. Sie haben immer die Neigung gehabt, auf großem Fuß zu leben. Mein Gott, Kommissar, nun habe ich Schmerzen in diesen Füßen. Da Sie mich erwischt haben, Kommissar hat mich immer geärgert. Und ich dachte, wenn du es noch einmal mit ihm zu tun hättest, dann würde dir das nicht mehr passieren. Aber wir werden wohl nichts mehr miteinander zu tun haben, Kommissar. Sie sehen den Zustand, in dem ich mich befinde. Entschuldigen Sie, ich möchte wieder auf mein Zimmer. Es hat mich sehr gefreut, Kommissar, Sie wieder gesehen zu haben.
Die haben mich auch sehr gefreut. Auf Wiedersehen, Kommissar. Auf Wiedersehen, Professor. Er ist sehr alt geworden. Und ich glaube ihm, dass er Schmerzen hat. Die Frage ist nur, was trauen Sie ihm zu? Alles. Ich traue ihm alles zu. Obwohl er sich anscheinend wirklich gefreut hat, mich zu sehen. Es war so, als wollte er sagen, na, diesmal wirst du kein Glück haben. Diesmal wirst du mich nicht erwischen. Es war eine offene Kampfansage. Er hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Deswegen wird es bei dieser Sache hart auf hart zugehen. Und ich möchte, dass ihr daran denkt. In Ordnung, wir passen auf. Andererseits sind wir im Vorteil. Die wissen nichts von der Koschina. Aber sie wissen, dass irgendwo eine undichte Stelle ist. Und sie werden danach suchen. In ihrer Umgebung. Darf ich Sie bitten? Ist gut, Erwin, komm. Verschwinde, es kommt jemand. Danke. Ich freue mich, Sie so bald wiederzusehen. Ja, das Lokal hat mir sehr gefallen. Ja, hört man gern. Sie sind diesmal allein? Ja, ja, der Kommissar hat eine Menge Arbeit. Was ich aufrichtig bedauere. Ist er allein gekommen? Ja, er ist alleine gekommen. Was will der hier? Ihr seid ja nicht unbedingt ein Lokal für die Gehaltsgruppe von Polizisten. Ah, guten Abend, Denger. Guten Abend. Komm. Nicht ins Lokal, wir gehen ins Büro. Ich erkläre dir gleich, warum. Herrgott, habe ich Angst gehabt. Es ist ja gut gegangen. Ich zittere am ganzen Leibe. Ist es die Wand? Ja, genau die. Ich bin verrückt. Ich muss verrückt sein, sonst hätte ich mich da nie drauf eingelassen. Warum soll ich nicht ins Lokal? Weil da ein Polizist sitzt. Wer? Der Kommissar? Nein, nicht der Kommissar, aber einer seiner Leute. Ja, deswegen bin ich ja gekommen. Wieso taucht der Kommissar plötzlich hier auf? Hm? Ausgerechnet jetzt. Der muss irgendwelche Informationen haben. Er kann keine haben. Vielleicht hat der Spitzen mehr gewusst, als ihr glaubt. Aber woher denn? Überleg doch mal, Denger. Ich weiß genau Bescheid und du. Die anderen kennen nur ihre Aufgabe, sonst nichts. Was sagt der Professor? Der lacht nur drüber, der fühlt sich vollkommen sicher. Na gut. Was ist mit der Werkstatt? Ist der Wagen schon angemeldet? Doch, der Anruf kam heute Nachmittag. Reicht ihm die Zeit? Baumbach meint ja, er will die ganze Nacht durcharbeiten. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth just a little weak? When you open to speak, are you smart? Is your mouth
just a little bit weak. Und dann, mir gefällt der Ausstieg in der Dannhauser Straße nicht. Zu viele Einbahnstraßen, das meint auch der Professor, ist bereits geändert. Wir nehmen den Johannesplatz. Parken da nicht immer eine Menge Autos? Ja, der Platz muss rechtzeitig besetzt werden, so übernimmt Wingert auf die Gelocht. Ich gehe dann jetzt. Ich muss nur noch mal telefonieren. Und denk an den Polizisten, der in deinem Lokal sitzt. Den vergesse ich schon nicht. Also dann. Entschuldigung. Das war knapp. Gehen Sie hinaus. Wenn er in einen Wagen steigt, merken Sie sich die Nummer. Ja. Denn da draußen? Dann Gast. Der hatte was vergessen. Ja, wir wissen jetzt genau, dass Rahl mit der Sache zu tun hat. Und wir kennen noch einen zweiten Mann. Der ist offensichtlich mit seinem eigenen Auto gekommen. Es ist zugelassen auf einen gewissen Denger. Landsberger Allee. Der Mann hat eine Spedition. Na also, die Spedition. Ja, aber was hat das mit dieser Werkstatt auf sich? Die muss irgendwo in der Bahnhofsgegend sein. Sie wollen irgendeinen Wagen überführen nachts. Und Rahl sagte, das seien nur 300 Meter bis zum Bahnhof. Ich nehme an, Sie meinen den Hauptbahnhof. Ja, und was bedeutet der Ausstieg am Johannesplatz? Tja. Was ist damit gemeint? Dann haben wir noch die Villa. Ich weiß es nicht. Ich denke nur, wir haben morgen einen vollen Arbeitstag. Wie nett von Ihnen, dass Sie mich auf meinem Spaziergang begleiten. Ich hatte einen Traum in der Zelle, Kommissar. Ich träumte davon, im englischen Garten Schwäne zu füttern. Im Traum, den ich hatte, gab es nur diesen kalten Wind nicht. Wenn Sie erlauben, stütze ich mich ein wenig auf Sie, darf ich? Ja, natürlich, tun Sie nur. Weswegen sind Sie gekommen, Kommissar? Oh, reine Neugierde. Ich werde Ihnen sagen, weswegen Sie gekommen sind. Gesundheitlich und finanziell sehen Sie mich in keinem sehr guten Zustand. Und Sie glauben nicht, dass ich beides tatenlos hinnehmen werde. Ist das richtig? Ja, absolut richtig. Sie haben sich gesagt, so gut kenne ich ihn. Er hat lange Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Und er wird irgendetwas unternehmen, um seine traurigen Verhältnisse zu ändern. Auf eine Weise, die typisch für ihn sein wird. Ist das richtig? Sie haben vollkommen recht, Professor. Er wird alt, aber nicht zu alt für eine letzte große Sache. Ja, das ist richtig. Und typisch für ihn war, dass er seinen Verstand gebrauchte. Und der mag so gut sein wie eh und je. Er ist so gut wie eh. Ich freue mich, Sie bei einer so friedlichen Beschäftigung zu sehen. Es wird Ihnen nicht gelingen, Kommissar, mich jemals wieder ins Zuchthaus zu bringen. Bitte, Kommissar? Was können Sie setzen? Einen Toten? Guten Tag, Professor. Ausstieg. Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Das sind doch alles nur Mietshäuser. Vielleicht meinen Sie das da. Ist die Kanalisation? Na, wenn von einem Ausstieg die Rede ist.
Aber siehst du eine Verbindung zu einem Banküberfall? Hol doch mal die Stange vom Wagenheber und die Taschenlampen. Warum holst du das nicht selber? Na, einer muss ja aufpassen. Damit der Gulli nicht geklaut wird. Ich hab gar nicht gewusst, dass das so groß ist hier unten. Ja, so ist es auch nicht überall. Hier kann man ja ohne weiteres lang gehen. Komm, wir gehen mal ein Stück links. Aber wie weit und wie lange? Wir brauchen unbedingt die Pläne. Naja, so weiterzugehen hat überhaupt keinen Sinn. Ist da nicht jemand? Mach das Licht aus. Vielleicht sind das Arbeiter. Komm, wir hauen ab. Es muss jetzt hier gleich irgendwo sein. Der Weg markiert wird. Es darf keinen Irrtum geben. Da. Da ist es ja. Mensch, Walter, der Deckel ist nicht ganz geschlossen. Das ist der Ausstieg. Der Deckel ist ja offen. Was? Wieso ist er offen? Habt ihr vergessen, den richtig zuzuziehen? Nein, wieso? Was heißt wieso? Was ich sehe? Einen Wagen. Na und? Na und? Direkt vom Ausstieg. Ach, das muss ein Zufall sein. Lass dich doch nicht nervös machen. Ja, du hast recht. Mal alles abgehen? Das ist alles in Ordnung. Es ist ein Weg von 6 Minuten. Hast du auf die Uhr gesehen? Ja. Haben wir sie verloren. Man wusste einfach nicht mehr, wo die Geräusche herkamen. Sie haben von 6 Minuten gesprochen. Wie weit geht man da unten in 6 Minuten? 500 Meter? Auf dieser Karte sind die Kanäle im Umkreis von 500 Meter eingezeichnet. Hm. Welchen Kanal man auch nimmt, es findet sich nichts. Nicht ein einziger interessanter Punkt. Und schon gar keine Bank. Hast du die Werkstatt gefunden? Nein. Oder wurden doch Namen genannt? Ja, Schubach, wenn ich den Namen richtig verstanden habe. Aber den Mann gibt's überhaupt nicht. Da sagen wir, er ist polizeilich nicht gemeldet. Und die Spedition? Die gibt es. Und dieser Denger? Keinerlei Vorstrafen. Gegen den liegt nichts vor. Wollen wir uns den Laden mal ansehen? Ja, was wollen wir den Denger fragen? Vielleicht sehen wir uns den Laden mal an, ohne ihn was zu fragen. Nein, das können wir nicht machen. Also das vergiss. Uns bleibt nur die Koschina. Ist der Mann schon lange da? Ungefähr eine Viertelstunde. Die reden über die Werkstatt. Ich habe gehört, wie Rahl gesagt hat, sie haben nur noch 2 Tage Zeit. 2 Tage? Ja. Achtung. Guten Abend. Guten Abend. Bitte sehr. Bitte sehr. Also, die Sache mit dem Ausstieg ist klar. Ja? Der Polizist ist wieder da. Ist gut. Was soll denn das? Nichts, wahrscheinlich nichts. Seit 2 Abenden sitzt hier ein Polizist, kommt sehr früh, geht sehr spät. Was macht er? Nichts, nichts macht er. Spricht mit niemandem, sitzt nur da. Und was sagt der Professor dazu? Er sagt, der Mann interessiert ihn nicht.
Wenn der Professor sich meldet, sag ihm das. Ja, dann sag ihm, dass der Wagen heute Nachmittag zur Inspektion gebracht wurde. Ich lass dich hinten raus. Okay. Könnte es sein, dass der Polizist in deinem Lokal irgendwelche Informationen bekommt? Ausgeschlossen, von wem denn? Warum sitzt er dann da? Keine Ahnung. Das Wichtigste ist offenbar, der Wagen wurde heute Abend zur Inspektion gebracht. Ich weiß nicht, welcher Wagen, und es ging auch nicht hervor, was es damit auf sich hat. Vorsicht! Ach, können Sie mir 5 Mark wechseln? Ja, gerne. Guten Abend. Ah, guten Abend. Sie geben uns schon wieder das Vergnügen. Okay. Ja, wie Sie sehen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, nein, danke. Ich habe schon einen Platz. Ich wollte mir nur ein paar Zigaretten holen. Ich hätte ihn doch auf der Ober bringen können. Du darfst ja schon fast zu unseren Stammgästen zählen. Wenn Sie sich nur wohlfühlen bei uns. Darf ich Ihnen noch etwas bringen lassen? Danke, nein. Was wollte der Mann von Ihnen? Er wollte Geld wechseln. Ich frage Sie noch einmal. Was wollte der Mann? Nichts, nur wechseln. Noch einmal. Was wollte der Mann? Nichts, ich habe ihn doch gesagt. Sie haben gefragt, was haben Sie ihm gesagt? Aber ich hab... Also, was war los? Nichts, ich habe ihn doch gesagt, nicht. Entschuldigen Sie bitte, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Glauben Sie, es ist das erste Mal, dass man mich geschlagen hat? Ist nicht das erste Mal. Aber vielleicht das letzte Mal. Wo bist du denn? Aha. Walter ist es, der ruft von der Telefonzelle aus an. Ja, Walter? Ja? Ja? Ja, gut, Walter, ich warte auf euch. Eine Meldung für den Professor. Der Wagen ist in der Inspektion. Welcher Wagen? Keine Ahnung. Na ja, eine Spedition hat Wagen. Vielleicht hat die Spedition aus diesem Grunde damit zu tun. Soll ich mir die nicht mal ansehen? Jetzt, mitten in der Nacht? Ja, gerade jetzt. Na ja, es ist ja nicht weit, ich fahr mal hin. Robert, aber halte dich an die Spielregeln, ja? Pass auf. Mhm. Chef, wenn ich das so höre, ein Wagen und Bank und Bank ist Geld. Vielleicht hat das Ganze mit einem Geldtransport zu tun. Rehwein. Hier gebe ich dir 1 Mark. Mach dir einen hübschen Abend. Aber gib nicht alles aus, ne? Werd mich bemühen. Überfall auf einen Geldtransport. Natürlich. So, jeder kennt jetzt seine Aufgabe. Noch irgendwelche Fragen? Nein.
Wagen rechtzeitig zur Inspektion kommt. Es hat geklappt. Bombach wird morgen früh fertig sein. Ja, aber der Wagen muss da noch zurück. Kein Problem, der Wagen wird pünktlich ausgeliefert. Ich hatte die Karte doch. Die hatte ich doch schon weggelegt. Was? Ja, die Karte. Ich hatte sie zusammengefaltet und hier in die Schublade gelegt. Glaubst du, dass jemand durchs Fenster reingekommen ist? Mein Gott, bist du misstrauisch. Der Professor war einmal nicht misstrauisch genug, dass er den 10 Jahre seines Lebens gekostet. Diese Sache ist hundertprozentig. Hundertprozentig ist nie etwas. Ich gebe zu, sie ist gut überlegt, ist sogar fast genial, aber sie hat auch einen Fehler. Es haben viel zu viele Leute mit zu tun. Komm, ich will noch mal in die Werkstatt. Professor. Guten Abend, Professor. Es ist 4. Da muss man wohl schon guten Morgen sagen. Wie weit seid ihr? Er ist eben fertig. Kann ich mal sehen? Ich zeig's Ihnen. Hier rauf, bitte. Sagen Sie, Professor, werden Sie eigentlich nicht überwacht? Ja, natürlich. Aber wenn man das weiß, ist es nur halb so schwer. Sie scheinen mir Wachen zu entziehen. Helfen Sie mir mal. Ja, bitte. Man kann nichts sehen. Es ist unmöglich. Sehr gut. Eine gute Arbeit. Wann wird der Wagen wieder zurückgebracht? In einer halben Stunde. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. So ein Stadtplan war es und es befanden sich Einzeichnungen darauf. Bestimmte Straßen hatten Markierungen. Du hast nicht gesehen, welche? Nein, die kamen hier rein. Ich hatte gerade noch Zeit zu verschwinden. Du hast gegen meine ausdrückliche Anweisung verstoßen. Ich weiß, Chef, aber ich konnte nicht widerstehen. Wenn ich ein paar Sekunden mehr Zeit gehabt hätte, dann wüssten wir jetzt Bescheid. Und das nächste Mal hältst du dich an das, was ich sage. Robert, sie hätten dich doch umgebracht, ohne zu zögern. Entschuldigen Sie, Chef. Trotzdem wissen wir natürlich jetzt, dass diese Spedition eine gewisse Rolle spielt. Und die Werkstatt? Wie spät haben wir es? Ist gleich 5. Ja? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist in Ordnung. Ja, was ist los? Der Professor ist eben nach Haus gekommen, aber unser Mann kann nicht sagen, wann er das Hotel verlassen hat. Na, das ist ja fabelhaft. Der muss befördert werden. Und wie ist der Professor nach Hause gekommen? Lächelnd. Zu Fuß durch den Vordereingang des Hotels. Das sagst du? Nein, das sagt unser Mann. Ja, Erdbeeren. Bin nach? Natürlich. Und ich bitte Erdbeeren. Danke, Opa. Bitte sehr. Komm. Sie haben ein Herz für Kinder. Ja. Was rührt mich an Kindern, Kommissar? Vielleicht ist es Ihre Unschuld. Sie haben noch keine Fehler gemacht. Keine schwerwiegenden. Welche sollten Sie machen? Vielleicht aber auch ist es Ihre einfache Beziehung zum Leben. Es ist nicht schwer, Sie glücklich zu machen. Schon weniges erfreut Sie. Was man von Ihnen lernen sollte. Vielleicht aber auch ist es ganz etwas anderes, was mich mit Kindern verbindet. Sie zu lieben ist die einzige Liebe, die nichts Fragwürdiges hat. Versetze ich Sie in Erstaunen, Kommissar. Das haben Sie ja nicht immer getan. Ist es ein Zufall, dass wir uns treffen? Sie wissen, dass ich Sie überwachen lasse. Was mich drängt, Kommissar. Wenn auch nicht zu sehr. Ich bin nicht im Fenster. Haben Sie konkrete Fragen an mich? Ich frage Sie erst, wenn ich auf Ihre Antworten nicht mehr neugierig bin. Dann, Kommissar, werden Sie keine Gelegenheit mehr haben, mich zu fragen. Nein? Nein, Kommissar. Rehwein? Ja?
Ist die Überwachung der Spedition angeordnet? Ja, schon seit heute früh. Kaffee? Oh ja, danke. Da gibt es keine Bewegung, die uns nicht sofort gemeldet hätte. Wunderbar. Übrigens, Erwin soll die Frau Koschina jetzt zu Hause aufsuchen. Mhm. Die Besuche in der Bar sind mir zu gefährlich. Ja, sag ich ihm. Und wo sind Robert und Walter? Na, die sehen sich die Kanalanlagen noch mal an. Stellt sich gerade ein Wagen hin. Der Bus da? Ja, genau über den Einstieg in den Kanal. Wir können ihm doch sagen, dass er wegfahren soll. Moment mal, Walter. Aber den haben wir doch in der Kanalisation gesehen. Der war auch in der Spedition. Er hat nur den Wagen hier hingestellt. Verstehst du das? Nee. Frau Koschina, machen Sie bitte auf. Was wollen Sie hier? Ich will nicht, dass jemand hierher kommt. Ich wollte nur sagen, dass ich heute Abend nicht in Ihre Garderobe komme. Ja, und warum nicht? Wieso nicht? Wissen Sie denn schon genug, oder? Oder wollen Sie mich um meine Belohnung bringen? Niemand will Sie betrügen, Frau Koschina. Wir glauben nur, dass es zu gefährlich ist. Ach, weil der mich verprügelt hat. Sind Sie deswegen da? Das macht mir nichts. Was ist los? Haben Sie etwa Mitleid mit mir? Darauf kann ich verzichten. Das können Sie sich sparen. Ich will nur meine Belohnung haben. Für eine Belohnung tue ich auch was. Guten Abend. Nein. Der Polizist da? Nein, der ist nicht da. Vielleicht haben sie es aufgegeben. Hallo, schlafen Sie! Komm hier schon, Entschuldigung. So was. Bitte. Hallo, Herr Kommissar. Moment. Möchten Sie einen Mantel haben? Ja, bitte. Wer telefoniert denn hier? Ja, ich telefoniere. Darf ich vielleicht nicht telefonieren? Bitte schön, Augenblick. Also dann. Guten Abend. Hallo, Herr Kommissar. Sind Sie noch da? Morgen früh um 9. Es ist die Landeszentralbank. Robert, kommen. Ja, Walter. An alle Positionen. Wir sind jetzt in der Bank. Wie sieht's bei dir aus? Ich sehe genau in die Spedition rein. Wir fahren jetzt los. Jeder kennt seinen Platz. Alles klar? Alles klar. Sie steigen ein. Es sind 4 Wagen. Beschreibe sie. Ein Mercedes-Kastenwagen blau, ein Kadett, ein VW Käfer und der Wagen Denger, ein Admiral. Ich hoffe nur, dass euch die Wagen nicht verloren gehen. Erwin kommen. Hier, Erwin. Was macht der Professor? Hat sich gerade das Frühstück aufbringen lassen. Tee, Orangensaft, 2 Eier im Glas.
Der Wagen kommt gerade. Die Strecke abgesichert. Ja. Sie wissen Bescheid? Naja, ich habe davon gehört. Brockmann ist verständigt worden. Aber was soll denn schon passieren? Überfall auf den Wagen? Das ist doch ein fahrender Geldschrank. Da ist alles gesichert. Wissen Sie, dass man von außen nicht die Türen aufmachen kann? Die Scheiben sind absolut schusssicher. Panzerglas. Das ist der sicherste Wagen. War der Wagen in der Inspektion? Ja, gestern, glaube ich. Sollen wir noch mal untersuchen, Chef? Nein, nein, keinen Aufenthalt. Das würde Sie misstrauisch machen. So. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, ich würde den Wagen ja fahren. Was, den Wagen fahren? Also den Wagen fahre ich. Glauben Sie, man kann mir Angst machen? Ich bleib hinten drin, dann kann nichts passieren. Ja, gut. Hallo, Chef. Die Wagen stehen jetzt. Ich gebe mal die Straße durch. Marschstraße beim Rundfunkplatz. Wie sieht's aus? Also, Sie sind gerade beim Aufladen. Gut. Wenn Sie abfahren, gib mir die genaue Uhrzeit. So, das war's. Ja. Herr Grabert, ich muss Sie jetzt einschließen. Moment noch, ich muss erst den Tresorraum abschließen. Du, vor der Fahrt heute habe ich direkt ein bisschen Schiss. Mensch, mach dir aber nicht hier in die Hosen. Das Ganze doch absoluter Blödsinn. Überfall. Außerdem, wenn wirklich was passiert, hast doch immer noch deine Waffe. Ja, aber schießen möchte ich nicht damit. Knallkopf. Jetzt alle los, hintereinander. Richtung Elisenstraße. Wir haben Position erreicht, erwarten weitere. Verstanden. Ich folge. Einsatz, Nero. Alle, die Wagen fahren Richtung Elisenstraße. Nero, bitte kommen. Ist doch eine angenehme, ruhige Fahrt. Ja, ja. Aber ich bin doch froh, dass unser ganzer Weg von der Polizei überwacht wird. Ach was, unnötiger Aufwand. Völlig unnötig. Streife 5. Wir biegen jetzt in die Schwanthaler Straße. Ich glaube, es geht los, Chef. Der Kastenwagen hat sich vor den Geldbankwagen gesetzt. Die anderen sind dicht dahinter. Verstanden. Was haben die vor? Kommen nicht dahinter. Sind die Funkwagen in der Nähe? Die sind alle in den Nebenstraßen mitgefahren. Da kommt keine Maus raus. Ey! Mensch, kann der Idiot da vorne nicht fahren? Was ist denn los? Ich habe ihn angebumst, weil er so dämlich gebremst hat. Komm raus, schau dir das an! Hast du Tomaten auf den Augen, eh? Verdammt nochmal, kannst du nicht aufpassen, wo du hinfährst! Wenn du nicht bremsen kannst, dann gib doch einen Führerschein zurück! Ach, so eine verfluchte Scheiße, die ganze Stoßstange ist hin!
Sag mal, kannst du dich nicht mal von deinem fetten Hintern so scharf nehmen und bremsen? Rauskommen? Ja, ich musste doch bremsen. Schau dir mal das mal an hier. Trotzdem haben Sie zu scharf gebremst. Wie heißen Sie? Was ist los, Walter? Wir sind eingeklemmt. Der Wagen kann nicht vor uns zurück. Aber es passiert nichts. Das würde dich eine ganz schöne Stange Geld kosten. Los! Mensch, schleich dich endlich! Gehen Sie ja nicht raus. Denk doch gar nicht dran, ist doch strengstens verboten. Jetzt komm raus! Ich hab ein wenig die Schnauze voll. Ach, Mensch, reg dich wieder ab. Dieser alte Knallkopf fährt wie ein Vollidiot und pustet sich noch auf. Ich kann dich nicht verstehen, du Trottel! Komm raus, ich kann dich nicht verstehen, verflucht nochmal! Mach doch mal die Tür auf, komm raus! Da kannst du lang noch rumreißen, du. Die Tür kriegt er bestimmt nicht auf. Los, mach die Tür auf, verdammt nochmal! Mensch, merkst du denn nicht, dass du den ganzen Verkehr aufhältst, du Depp? Mensch, was quatschst du denn immer mit deinem Partner? Wenn du schon keinen Bumm hast, du Fettwanz, dann schick doch einen von deinen beiden Heinis raus. Na los, entscheidet euch. Kommt raus. Das ist doch wirklich zu blöd, Mensch. Ach, verflucht doch mal, ihr könnt mich, ihr Blödmänner, ihr leckt mich doch am Arsch. Die Schnauze voll. Das ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht passiert. Hunderte Leute schauen zu und die klauen 3 Millionen aus einem Tresorwagen und hauen mit dem Geld durch die Kanalisation ab. So angeschissen waren wir noch nie. Wir klauen so 3 Millionen unterm Hintern weg und du schaust zu. Gesäß, Rehbein, Gesäß. Wo der Professor ist, will ich wissen. Ja, dann geh rauf in sein Zimmer. Hallo, Herr Friersdorf. So, und nun ist der Professor auch noch weg. Er hat seinen Orangensaft getrunken, seine 2 Eier im Glas gegessen und ist verschwunden. Wie schauen wir jetzt aus? So eine Pleite haben wir überhaupt noch nicht erlebt. Haut ihr wirklich ab mit so viel Geld? Je intelligenter ein Verbrecher, desto eitler ist er auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er verschwindet, ohne sich von mir zu verabschieden. Er wird telefonieren, der Professor. Der Professor? Mit Ihnen? Ja, natürlich, um seinen Triumph auszukosten. Lass sofort eine Fangschaltung machen, damit wir wissen, von wo er anruft, ja? Großer Keller. Hallo, Professor. Ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden. Sie wissen, dass Sie sich um meinen Lebensabend keine Sorgen zu machen brauchen. Er ist gesichert, Kommissar. Vollkommen gesichert. Davon bin ich überzeugt, Professor. Nur wissen Sie, ich habe da immer das Gefühl... Hallo? Hallo, Professor! Er hat abgehängt. Na, hoffentlich hat das gereicht. Ja, von wo? Vom Omnibusbahnhof. Der ist gerade erst gekommen. Wo hast du denn das Eis her? Das hat mir ein Mann gegeben. Aber du kannst doch nicht von irgendjemandem ein Eis annehmen. Aber der Mann war so nett. Ein Mann hat dir das Eis gegeben? Ja. Kannst du mir den Mann mal zeigen, wo ja, er ist? Ja, ich weiß, wo er eingestiegen ist. Oh ja, Sie erlauben? Bitte. Dankeschön. Danke. Bitte.